Ja, guten Tag, liebe Börsenfreunde, egal ob männlich, weiblich oder divers. Hier bin ich wieder, nachdem ich 2018 mich in den wohlverdienten Ruhestand begeben habe. Aber vielleicht lässt die Katze das Mausen nicht. Es gibt auch Gerüchte, ich hätte niemanden gefunden, der mein Geld besser verwaltet als ich. Spaß beiseite. Aber es ist schon so, dass unser Anlagestil sich ganz wesentlich von den meisten anderen Anbietern unterscheidet. Und deswegen stehe ich eigentlich hier. Es gibt Statistiken über Jahrzehnte zurück, dass Anleger eigentlich zum falschen Zeitpunkt kaufen und verkaufen und mit ihren Ergebnissen langfristig nicht zufrieden sind. Das kann man sehr gut beweisen anhand von ETFs, also börsennotierten Aktienfonds, weil wenn man die Mittel- zu- und Abflüsse berücksichtigt, dann sieht man genau, was eigentlich dem Anleger übrig blieb bei seiner Anlage. Und in der Regel schafft er eben das nicht, was, wie wenn er langfristig dabei geblieben wäre. Woran liegt das? Wenn ich mit Anlegern spreche, dann sagen sie mir, ja, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich kaufe, wenn die Börsen im intakten Aufwärtstrend drin sind, wenn die Konjunkturaussichten gut sind, die Unternehmensgewinne sprudeln, die Dividenden erhöht werden und die Experten zum Kauf raten. Dass das alles genau falsch ist aus meiner Sicht, das will ich Ihnen nachfolgend kurz erläutern. Das Schlimmste, was ein Anleger eigentlich machen kann, ist, dass er glaubt, er könnte die kurz- bis mittelfristige Börsenentwicklung prognostizieren. Warum funktioniert das nicht? Warum ist das die Wurzel allen Übels? Weil die Märkte kurz- bis mittelfristig sehr effizient sind. Das heißt, es sind nicht nur alle bekannten Informationen bereits in den Kursen enthalten, sondern auch die Erwartungen der Marktteilnehmer, der Anleger bezüglich der weiteren Entwicklung sind bereits in den Kursen drin. Das heißt, wo der DAX am Jahresende steht oder Ende nächsten Jahres, hängt von Faktoren ab, die erst in der Zukunft auftreten und die wir heute nicht kennen. Langfristig sieht es ein bisschen anders aus. Deswegen der erste Punkt, der uns von anderen unterscheidet. Wir legen nicht prognoseorientiert an. Ja, wie denn? Ja, wir legen bewertungsorientiert an. Dazu muss es natürlich Faktoren geben, die mit den Aktienmärkten korrelieren und anhand deren man sowas ableiten kann. Ein gutes Beispiel sind die Unternehmensgewinne. Ich habe Ihnen mal seit 1870 die Entwicklung vom Standard Poor's 500 und den Unternehmensgewinnen in den USA übereinandergelegt. Sie sehen, da besteht eine erhebliche Korrelation. Nur ist natürlich so, dass die Gewinne selber, die aktuelle Gewinnentwicklung etwas trügerisch ist. Warum? Weil in der Rezessionsphase, wenn eigentlich man kaufen sollte, die Unternehmensgewinne eingebrochen sind und die Bewertung an der Börse relativ hoch ist und umgekehrt. Deswegen muss man hier ein Verfahren anwenden, um die Gewinne zu glätten. Das gängige Verfahren ist das Schiller-KGV. Das heißt, Sie nehmen die Unternehmensgewinne der letzten 10 Jahre, inflationsbereinigt und beziehen sie aufs aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und damit lassen sich sehr gute Prognosen langfristig machen, auf 10 bis 15 Jahre. Wenn das Schiller-KGV unter dem historischen Durchschnitt liegt, kann man in der Regel kaufen. Wenn es drüber liegt, sollte man vorsichtig sein. Wir haben 2013, das ist jetzt immerhin schon 9 Jahre her, mal ein Zielkorridor auf 15 Jahre, also bis 2028, aufgestellt und haben nur die Kursentwicklung vom DAX fortgeführt. Und Sie sehen, dass er eigentlich in der ganzen Zeit in diesem Zielkorridor drin blieb.
Und Sie sehen auch, dass eigentlich die Börsen heute keineswegs überbewertet sind, sondern dass wir erheblichen Spielraum haben. So, das ist das Erste. Bewertungsorientiert, nicht prognoseorientiert. Das Zweite, was uns von anderen unterscheidet, wir legen antizyklisch an. Was heißt antizyklisch? Wir investieren zusätzlich in Aktien nur nach stärkeren Rückschlägen. Sie haben hier den Fair Value anhand von Schiller KGV, von Kurs-Buchwert-Verhältnis und Sie sehen die Bandbreite. Normalerweise müsste der Index ja in der Mitte von dieser Bandbreite, also an seinem Fair Value entlanglaufen. Macht er aber nicht. Er ist manchmal deutlich drüber und manchmal deutlich drunter. Woher kommt das? Das kommt einfach daher. Einmal spielen die Zinsen natürlich eine Rolle, aber der wesentliche Faktor ist, ob die Anleger optimistisch oder pessimistisch sind. Wenn die Anleger negativ gestimmt sind, dann befinden sich die Aktien oft unter dem Fair Value. Und wenn sie aus dem Zielband rausfallen, wir haben da die Kringel gemacht, das sind immer die Gelegenheiten, wo wir kaufen. Der dritte Punkt, der uns von anderen unterscheidet. Wir kaufen keine Aktien, denen die Zukunft gehört. Also die Anleger, die suchen ja immer Lieblinge. Die letzten 10 Jahre oder 12 Jahre waren es die Amazons dieser Welt und Nvidia und Facebook und so weiter. Ja. Und die werden Sie bei uns nie finden in den Depots. Es gibt, Sie haben das sicher alle verfolgt, von der Casey Wood, den ARK Innovation Fund, beziehungsweise ein ETF, der in Technologieaktien, die eine disruptive neue Technik hat, die der die Zukunft gehört, in Gänsefüßchen. Und ich habe Ihnen mal die Wertentwicklung über die letzten 2 Jahre mitgebracht. Das Ding hat schon 70% verloren und es fiel sehr viel früher als die restlichen Technologieaktien, die dann schrittweise nachkamen. Und jetzt schauen Sie mal unten die Balken, wo die höchsten Mittelzuflüsse waren. Und da sehen Sie in der Spitze, die Anleger tendieren dazu, in der Nähe der Höchstkurse zu kaufen und in der Nähe der Tiefkurse zu verkaufen. Das ist etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. So, jetzt kommen wir aber zur aktuellen Börsenentwicklung. Herr Erdmann hat es ja gesagt, was sich zurzeit an Krisen kumuliert, ist ja unglaublich. In China dieses Desaster mit den Lockdowns und dem Konjunktureinbruch, in der Ukraine-Krieg, die Klimakrise, die Lieferkettenprobleme, die Inflation, dass die Notenbanken jetzt anfangen, viel restriktiver zu werden, um die Inflation zu bekämpfen. So, jetzt können Sie mich natürlich beim Wort nehmen und sagen, das ist ja jetzt alles bekannt, also ist in den Börsenkursen drin, nach meiner Überzeugung. Stimmt auch. Wir haben nur dieses Mal ein Problem, was wirklich so ein bisschen für eine Zeitenwende spricht, dass jede dieser Maßnahmen dazu geeignet ist, einen schwarzen Schwan hervorzurufen. Also angenommen, in den USA geht was schief und der Powell treibt die Konjunktur in die Rezession oder die Inflation entgleist oder der Ukraine-Krieg eskaliert oder die schaffen in China tatsächlich ein echtes Problem. Wenn in China die Konjunktur einbricht, dann haben wir hier auch eine Rezession. Sie wissen ja, wie stark die deutsche Wirtschaft abhängig ist. Okay, was heißt es jetzt für die Bondmärkte? Die Zeitenwende am Bondmarkt ist vollzogen. Die Rentenmärkte, die verlaufen in einem 30-Jahres-Zyklus. Der eigentliche Tiefpunkt bei den Zinsen wäre eigentlich 2012 gewesen. Das sehen Sie, da ist relativ unten. Nur diese ganzen Krisen, Pandemie und diese extreme Gelddruckerei der Notenbanken, um die Zinsen weiter zu drücken, hat nochmal ein neues Tief gemacht. Das hatten wir aber
beispielsweise zwischen 1860 und 1890 auch schon mal das zwischendrin noch mal gestiegen ist. Aber prinzipiell können Sie davon ausgehen, die Zyklen sind intakt, die langfristigen, und wir werden bis 2040 wahrscheinlich steigende Zinsen sehen. Inflation. Man kann die Inflation schon wirksam bekämpfen. Der Paul Volcker hat es 1980 folgend nachgemacht. Dazu müssen Sie aber die kurzfristigen Zinsen langfristig oder für viele Jahre über die Inflationsraten machen. Und wenn Sie sehen, was zurzeit überall läuft, dann ist das eben nicht der Fall. Das ist viel zu zögerlich und viel zu spät. Die Inflation werden Sie nicht in den Griff bekommen auf diese Art. Und natürlich gibt es Basiseffekte. Das Ganze wird sich zwischendurch beruhigen. Aber die Inflation ist wieder zurück und wird hier bleiben. Das heißt, es sieht ganz schlecht aus für die Rentenmärkte. Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie eine Ahnung haben, wie der Vorläufer des Konsumentenpreises, also der normalen Inflation, sich zurzeit verhält. Und jetzt schauen Sie mal, haben Sie das irgendwo im Fernsehen oder in der Zeitung gelesen? Die Erzeugerpreise in der Eurozone explodieren. Letzte Woche wurden sie veröffentlicht, 36,8% über Vorjahr. Das lässt nichts Gutes erahnen. Jetzt sollte man natürlich annehmen, ja, die Anleger, die haben ja keine Bonds, die sehen ja, was passiert und dass man mit Anleihen eine Menge Geld verliert. Ja, stimmt leider nicht. Die Geldanlagen deutscher Lebensversicherer beispielsweise sind weiterhin zu 80% in Nominalwerten, in festverzinslichen Wertpapieren. Und weltweit, trotz der massiven Aufkäufe der Staatsanleihen, sind weiter 80% in privater und institutioneller Hand von den ganzen Anleihen. Witzigerweise haben wir mit unserer Rentenstrategie einen Volltreffer gelandet. War natürlich Zufall. Was haben wir gemacht? Wir haben steigende Inflationsraten erwartet. Wir haben Linker gekauft und haben das Zinsänderungsrisiko über den Verkauf von Bund-Futures abgehedged. Hat schöne zweistellige Renditen gebracht in einer Zeit, wo die Bondmärkte doch erheblich verloren haben. Also das hat sich ehrlich gesagt gelohnt. Zu den Aktienmärkten. Der Paradigmenwechsel, der Zeitenwechsel. Die letzten 10 Jahre haben wir eine total gespaltene Börsenentwicklung. Die amerikanische Börse ist gestiegen und die anderen Börsen sind relativ zum MSCI World, also zum Weltaktienindex, gefallen. Und jetzt schauen Sie mal am Ende, da scheint das Ganze zu drehen. Und das Ganze gilt nicht nur für die Börsen, das gilt auch für die Branchen. Wir haben 10 Jahre einseitig Favoriten in den Technologieaktien gefunden und am schlechtesten liefen Energiewerte. Und schauen Sie jetzt, das hat gedreht, ja. Und es ist halt nicht so harmlos, weil die 10 am stärksten gewichteten Werte in den USA, die fast jeder Anleger inzwischen direkt oder indirekt im Depot hat, über ETFs, wo sie stark gewichtet sind, die machen im Standard & Poor's 30% aus. Nur 10 Aktien, die 490 anderen, die teilen sich den Rest. So, jetzt haben wir eine Menge Krisen, wir haben inzwischen Sentimentindikatoren, die doch darauf hinweisen, dass Anleger inzwischen vorsichtig, wenn nicht pessimistisch geworden sind. Also eigentlich ist es so eine Zeit, wo es interessant würde zu kaufen. Wir haben aber ein Problem. Und das Problem ist, dass die Stimmung der Anleger, übrigens auch der Wirtschaft, der Konsumenten, Konsumklima, Investitionsklima geht alles zurück, ist ja auch kein Wunder bei den Verwerfungen.
Aber schauen Sie mal, die schwarze Kurve, das ist der Aktienexposure, also wie hoch die Anleger in den Aktienmärkten investiert sind. Die haben noch gar nicht angefangen, richtig zu verkaufen. Das heißt, was hier eigentlich fehlt, ist ein sogenannter Sellout, so eine Panikphase, wo man dann die Papiere auf den Markt schmeißt und wo man dann eben schön als Antizykliker die Hand aufhalten sollte. Und hier sehen Sie die ETFs, die hatten Rekordemissionen letztes Jahr. Schauen Sie mal diese Balken, das war einmalig. Das heißt, die meisten Anleger sind richtig schön eingestiegen, auch viele Neulinge letztes Jahr. So, und die roten Balken, das sind die Wochen. Das heißt, die letzten Wochen haben die erst angefangen, mal ein bisschen was abzubauen. Das heißt, es ist eigentlich immer noch eine Phase, wo unangenehm ist. So, jetzt werden Sie sagen, ja, Amerika und Technologiewerte, die sind doch zu Recht die letzten 10, 12 Jahre viel stärker gestiegen als alles andere, weil amerikanische Aktien oder Unternehmen ja auch eine viel höhere Gewinnentwicklung hatten. Ja? Das stimmt aber nicht. Wir haben zwar extreme Kurszuwächse, also außergewöhnlich in Amerika, aber gucken Sie jetzt mal die Wertentwicklung der Unternehmen anhand der Gewinne, der Umsätze, des Buchwertwachstums. Und da fällt Ihnen diese rote Linie auf, das ist Japan. Also japanische Aktien haben viel mehr an innerem Wert gewonnen, Unternehmensgewinne aufgebaut und so weiter als USA. Also das ist nicht der Grund. Der Grund ist einfach, dass wir eine Bewertungsexpansion haben. Das sehen Sie an der oberen Linie. Amerikanische Aktien sind immer teurer geworden und zum Beispiel japanische Aktien immer preiswerter. Was ich damit ausdrücken will, ist, haben Sie sich mal gefragt, warum sich Lemminge über die Klippe stürzen und den Tod? Das ist derselbe Grund, warum Anleger wie die Bekloppten, sagen wir mal, in Technologieaktien investiert haben die letzten Jahre, weil sie glauben, die könnten fliegen. Ja? Außerhalb Amerikas ist die Bewertung durchaus attraktiv. Wir haben zum Beispiel in Asien eine viel niedrigere Bewertung als im historischen Durchschnitt. Und vor allem, was mir eben an Asien gut gefällt, Asien ist einer unserer Favoriten für die nächsten 10 Jahre, ist die Tatsache, dass die technologisch enorm aufholen. Die Hightech-Exporte aus Deutschland und von China, die laufen diametral auseinander. Deutschland war mal der Hightech-Exporteur par excellence. Der ist abgehängt worden. Immer mehr Hochtechnologie kommt aus Asien. Der zweite Faktor, der uns gut gefällt, ist der Rohstoffmarkt, Energie- und Rohstoffwerte. Nicht kurzfristig. Ich glaube, dass die Börsen jetzt anfangen, eine Rezession einzupreisen und dann wird natürlich mal eine Zeit lang weniger Öl gebraucht. Aber schauen Sie mal die Zyklen an. Wir haben sogenannte Schweinezyklen. Das heißt, wenn die Rohstoffpreise stark gestiegen sind, dann fangen die Unternehmen an, neue Vorkommen zu erschließen. Egal ob im Energiebereich, also fossile Energien oder Industriemetalle. So, und es dauert ungefähr 7 bis 8 Jahre, bis neue Vorkommen gefunden, erschlossen sind und man fördern kann. Und dann drückt dieses Angebot auf den Markt, alles gleichzeitig, und die Kurse fangen an zu verfallen. Ja, und dieser Verfall geht in der Regel 15 Jahre, wie Sie hier sehr schön sehen können. Und der letzte Hochpunkt an den Rohstoffmärkten war 2008 und 15 Jahre, also das kommt ungefähr hin. Und deswegen glauben wir, dass wir an der Phase eines strukturellen Rohstoffbooms sind. Weil es kommen noch zwei Faktoren verschärfend dazu.
Das ist einmal diese ESG-Problematik. Viele Anleger haben Rohstoffaktien und Energieaktien aus ihrem Depot entfernt, gerade institutionelle Anleger. Sie können sich vielleicht vor 2-3 Jahren an die Diskussion mit den Stranded Assets erinnern. Da hieß es, alles, was noch im Boden ist, wird nicht mehr gebraucht, ist wertlos, muss abgeschrieben werden, weil der verstärkte Ausbau der erneuerbaren Energien alles andere überflüssig macht. Und die Rohstoff- und Energiekonzerne, die sind ja auch nicht blöd. Was machen sie als Unternehmer in so einem Szenario? Sie investieren weniger. Es wurde kaum mehr neue Vorkommen, Exploration, Geld gesteckt. Seit 2014 haben sich die Investitionsausgaben mehr als halbiert, sowohl bei den Ölunternehmen als auch bei den Rohstoffunternehmen. So, deswegen glauben wir eigentlich, unabhängig von, dass eine temporäre Abschwächung aufgrund der Konjunktur bei den Börsen einpreisen, dass sich die Konjunktur schlechter entwickeln wird und China im Augenblick sowieso nicht mehr so viel Rohstoffe abnimmt, dass das vorübergehend ist und dass man dort eben für die nächsten 10 Jahre investieren sollte. Zumal Rohstoffe im Vergleich zu Aktien ein fast historisches Tief haben und das eine gute Gelegenheit ist. Was ich Ihnen jetzt insgesamt eben abschließend sagen wollte, wir streben nicht nach optimalen Erträgen oder Performance oder Outperformance. Was wir wollen, sind solide Wertzuwächse und Vermeidung substanzieller Risiken. Substanzielle Risiken sind, wenn ich in Aktien investiere, die sich nie mehr erholen. Und die Börsenfriedhöfe sind voll mit ehemaligen Wachstumswerten. Denken Sie an Nokia und so, die mal Weltmarktführer in Mobiltelefonen waren. Und diese ganzen Unternehmen, die jetzt PayPal, Teladoc, Tesla und so weiter. Der Bob Forell hat mal einen Grundsatz als Börsenregel aufgestellt. Eine Konsolidierung oder Korrektur erfolgt nie durch eine Seitwärtsbewegung, sondern immer durch einen langen und schmerzhaften Abstieg. Und oft erholen sich diese Werte nicht mehr. Vor 2 Jahren haben wir eine Publikumstranche für unseren Fonds aufgelegt, Ende April 2020. Ich habe Ihnen hier mal die Wertentwicklung mitgebracht im Vergleich zu ein paar anderen Mitbewerbern, die auch in demselben Segment tätig sind. Ich will damit nicht angeben, wenn ich eins gelernt habe in den 50 Jahren, ist Demut an den Börsen. Man muss seine eigene Meinung jeden Tag hinterfragen, weil sobald man glaubt, man wird alles richtig machen. Aber was wir machen ist eben, schauen Sie mal, wir haben nicht diesen Schwerpunkt in den USA, das ist für uns ein Klumpenrisiko, sondern wir haben eine wesentlich ausgeglichenere Struktur und wir haben auch, was die Aufteilung der Länder und Branchen betrifft, ich hatte Ihnen ja gesagt, Energie, Rohstoffe und Asien, das ist unser Schwerpunkt. Und erfreulicherweise kommt ja noch dazu, dass wir mit diesem Depot ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 haben zurzeit. Ein Kursbuchwert um die 1, eine Dividendenrendite von 4% und damit wesentlich günstiger liegen als die Märkte insgesamt. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und vor allem, wie gesagt, man muss flexibel bleiben in diesen schwierigen Zeiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich.